Noch sitzen sie alle in ihren Alltagsklamotten im Herzogsschloss. Ende Juni wird sich das aber ändern. Denn dann geht es mit edlen Gewändern in den Innenhof. Um dafür gerüstet zu sein, haben nun, rund 3 Monate vor der Premiere, die ersten Proben für die Agnes-Birnauer Festspiele begonnen. Und obwohl in einer der ersten Leseproben eigentlich noch nichts Spektakuläres passiert, gibt es schon jetzt durchaus Spannendes zu beobachten. Denn unter der Regie von Andreas Wiedermann gibt es einige Neuerungen. Also es ist sehr viel geändert worden. Es gibt eine andere Szenenfolge, es gibt neue Figuren, die auftauchen im Stück. Wir haben auch auf jegliche Reimschemata verzichtet. Wir haben versucht, einige Szenen zu kreieren, die es in der Form noch überhaupt nicht gab. Und wir haben auch versucht, das ganze Geschehen und die Figuren in noch dramatischere Konflikte und actionreichere Situationen zu verquicken. Nicht nur für Wiedermann ist die Umsetzung der Neuinszenierung aufregend. Auch für alle Protagonisten sind die Änderungen am Stück eine Herausforderung. Man konnte sich quasi nicht wirklich an die Vorjahre orientieren, vom Text her gar nicht. Und das ist schon spannend, weil, wie gesagt, das ist einfach ganz neu und man muss da selber erstmal ein bisschen reinfinden, weil, wie gesagt, das hat noch nie vorher irgendwer gespielt und man muss da quasi sich, glaube ich, in die Rolle auch dann immer einfinden. Aber ich glaube, dass da der Andreas auf jeden Fall uns mithelfen wird, dass wir uns da einfinden in das neue Stück. Also ich konnte Christina nur zustimmen. Es hat es halt vorher noch nicht gegeben, das heißt, man liest diesen Text sehr, sehr jungfräulich, ohne dass man irgendeine Inszenierung im Hinterkopf hat. Und ja, also ich finde es toll, bei einer Neuinszenierung quasi der Erste zum Sein, der den Albrecht da zum Besten gibt. Ja. Insgesamt wirken am Festspiel inklusive Statisten rund 150 Personen mit, so viele wie noch nie. In der Leseprobe konnten sich die Schauspieler schon mal besser kennenlernen. Und was gleich von Anfang an klar wurde, das Herzogspaar harmoniert perfekt. Unsere Beziehung läuft soweit super. Ja. Mal schauen, wie sich die noch entwickelt in die nächsten Monate. Wir haben uns de facto, ja, eigentlich letztes Jahr kennenlernen, kann man so sagen. Also wir waren beim Vereinsausflug, da hat man sich schon mal kennt, man hat gewusst, wer der andere ist. Aber so richtig zusammengeführt worden sind wir tatsächlich durch die Krönung letztes Jahr zum Herzogspaar. Ja. Und bisher verstehen wir uns super und ich habe da auch keine Bedenken, dass das so bleibt. Auf der Bühne wird es natürlich fulminant dazugehen, da ist ein bisschen was anderes. Aber so privat sind wir, glaube ich, ein super Team. Die Leseprobe hat bei Andreas Wiedermann schon mal einen guten Eindruck hinterlassen. Der Regisseur kann also positiv in die Zukunft blicken. Also jetzt gehen wir dann erstmal nochmal in eine andere Vorbereitungsphase. Jetzt werden sozusagen andere Gewerke nochmal tätig, also Kostümen. Und jetzt wird auch an der Musik noch gearbeitet. Das Bühnenbild ist im Entstehen begriffen. Also jetzt nochmal so ein bisschen Pause und dann geht's an den Ostertagen los. Dann springen wir in die Szenen rein und die großen Szenen kommen dann ab Mai und dann geht's so probenmäßig richtig durch bis zur heiß ersehnten Premiere. Die Premiere des Stückes findet am 21. Juni statt. Und spätestens da wird Wiedermann dann sehen, ob die Neuinszenierung der Agnes-Birnauer Festspiele auch bei den Zuschauern gut ankommt.